Jo, hi Leute! In diesem Video möchte ich ein bisschen über Sonic Mania reden. Ich werde in diesem Video auch ein paar Dinge spoilern. Also wenn ihr vorhabt, das Spiel noch selber zu zocken, dann ist das Video für euch eher weniger geeignet. Als ich Sonic Mania gezockt habe, war ich echt überrascht, wie viele coole Ideen in diesem Spiel eingebaut wurden. Die Soundtracks in dem Spiel sind sehr gut und das Gameplay ist sehr abwechslungsreich. Die Levels sehen auch sehr schön aus. Ich mag übrigens die Hintergründe von den Leveln. Hier fährt zum Beispiel eine Bahn vorbei oder dieses Level sieht unglaublich schön aus. Ich mag es, wie die Blätter herunterfallen und der Hintergrund vom Level sieht so gut aus. Mit den Baumstämmen, dem Schnee und den Blättern am Boden. Hier mag ich an diesem Level, wie schön das Level belichtet ist. Oder in diesem Level leuchten die Kristalle, was voll cool aussieht. Eine Sache, die ich bei Sonic Mania noch mag, sind die Passagen in den Leveln, wo man schnell mit Sonic unterwegs ist. Es gibt in Sonic Mania auch ein paar coole Gegner. Als ob es einen Vogelroboter gibt, der Bomben von den Bäumen runterholt. Als ob es einen Gegner gibt, der aussieht wie ein Mikrofon. Wie cool ist das denn? Eine Sache, die ich bei Sonic Mania auch noch cool finde, ist das Ding, wie viele coole Ideen einfach in dem Spiel existieren. Ah, das scheint ein Flugdabel zu sein. Und sogar Knuckles ist am Start. Er war am Start, aber er wurde runtergeschubst. Ja moin. So Leute, hier ist noch ein Zug, der von Eggman gefahren wird. Ich kann sogar auf den Anhängern vom Zug herumlaufen. What the fuck, am Ende ist sogar noch eine Pistole, die uns irgendwo hinschießt anscheinend. Hat mich zurück zum Flugzeug gebracht. Dieses Level ist mega nice aufgebaut. Ein weiteres Highlight in dem Spiel sind die Bosskämpfe. Bei einem Bosskampf spielt man gegen Dr. Eggman, Puyo Puyo. Dann gibt es einen Bosskampf, wo man die ganze Zeit am Rennen ist, wo man vor den roten Raketen ausweichen muss. Und man muss die blauen Raketen treffen, um sie dann zurückzuschießen. Ein anderer Boss schießt irgendwelche Sterne mit Stacheln drin und diese Sterne explodieren dann mit der Zeit, wo dann einige Stacheln durch die Gegend herumfliegen und der Boss kann uns noch einfrieren. Oder es gibt sogar einen Boss, der sich in Charaktere verwandeln kann. Hä, da ist er mega nice! Er hat sich gerade in Fang the Sniper verwandelt. Oh mein Gott, er hat sich in Dean the Dynamite verwandelt. Wie cool ist das denn? Okay Leute. Der Boss hat sich gerade in Bug the Polar Bear verwandelt. Ich mag diesen Bosskopf so sehr. Lol, was? Fang the Sniper hat mich einfach besiegt. Was soll das? Leute, die Bosskämpfe in dem Spiel sind wirklich grandios. Und ich mag es einfach an Sonic Mania, dass es kaum Stellen in den Leveln gab, die langweilig waren. Es gab auch viele Überraschungen in dem Spiel. Oh lol, hier ist ein Gegner, der irgendwelche Stacheln herumbewegt. Und hier ist eine Biene mit irgendwelchen Stachelkugeln. Die Soundtracks in dem Spiel sind auch mega schön und die Levels sahen auch schön aus. Und Sonic Mania ist in meinen Augen ein gutes Sonic-Spiel.